Kera, was macht die Wiring Tube so einzigartig als Messe? Die Wiring Tube sind einzigartig aus verschiedenen Gründen. Zum einen die schiere Größe. Wir decken hier mehr als 106.000 Quadratmeter Nettofläche ab. Damit sind sie die größten, internationalsten Veranstaltungen weltweit für ihre Industrien. Ein weiterer wichtiger Punkt ist, dass die Unternehmen Equipment, Maschinen, Anlagen, Ausrüstungen auf ihre Stände nach Düsseldorf holen, diese Anlagen installieren und laufen lassen. Dadurch entsteht eine einzigartige Atmosphäre und es besteht die gute Möglichkeit einer Interaktion zwischen den Fachbesuchern aus der ganzen Welt und dem Aussteller. Können wir ein bisschen über die Qualität der Fachbesucher sprechen? Die Qualität der Fachbesucher aus Sicht der teilnehmenden ausstellenden Unternehmen ist extrem hoch. Was heißt das? Das heißt, wir schaffen es alle 2 Jahre nach Düsseldorf, hochkarätiges Fachpublikum aus den Industrien zu generieren. Das heißt, es kommen Ingenieure, es kommen Techniker, aber viel wichtiger auch, es kommen Decision Makers. Es kommen Leute, die tatsächlich vor Ort auch eine Kaufentscheidung treffen können. Und das resultiert dazu, dass sowohl bei der Weiher als auch bei der Tube etliche Maschinen und Anlagen vor Ort verkauft werden. Sprechen wir über die Qualität der Aussteller. Wie hat sich das in den letzten Jahren entwickelt? Auf der Ausstellerseite ist es so, dass die Aussteller natürlich erkannt haben, dass dies eine hervorragende Plattform ist, ihre Anlagen an den Mann zu bringen. Das führt dazu, dass sie mit immer mehr Maschinen und Equipment hierher kommen nach Düsseldorf, um diese einzigartige Plattform alle 2 Jahre für ihre Zwecke zu nutzen. Haben Sie schon irgendwelche Trends in 2012 jetzt hier bei der Messe sehen können? Ich realisiere 2 Trends. Sehr, sehr wichtig natürlich, und das wird uns auch noch eine Weile begleiten, ist die Energieeffizienz. Die Maschinen, die Anlagen werden weniger Energie benötigen in Zukunft. Und auf der anderen Seite natürlich der Umweltaspekt, der auf der ganzen Welt mittlerweile zu einem großen Thema geworden ist. Diese beiden Themen, Energieeffizienz und Umweltschutzauflagen oder der Umweltschutz, werden hier sehr intensiv diskutiert zwischen den Ausstellern und den Fachbesuchern. Herr Kera, wir bedanken uns für Ihre Zeit und wünschen Ihnen noch sehr viel Erfolg. Vielen Dank.